Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grim Tales. So, wollen wir wirklich weiterspielen? Oder wollen wir noch von vorne anfangen? Also mein Favorit ist immer noch zurück. Und einfach auf Beenden klicken. Aber na gut, okay. Schön und gut. Aber der reinste Hammer, glaubt mir. Stimmt, wir waren jetzt hier stehen geblieben in diesem. Wo sind wir hier auch immer? Wir waren erst in der Hölle und sind jetzt im Lagerraum. Gut. Dann sind wir im Lagerraum. Da fehlen Symbole. Beide Drachen sind ausgeflogen. Ja. Da fehlt auch irgendwas. Ich glaube, das hier ist das. Nee, gut. Was ist das hier? Da fehlt auch was. Okay. Davon habe ich. Hier ist was los. Hier fehlt auch was. Hier fehlen Kerzis. Also. Geht ohne auf. So. Mein Mann packt gerade ein Medizinschränkchen aus. Und mir fällt auf, dass es der gleiche wie seine Mama hat. Wie meine Mama hat. Genau der gleiche. Schön. So Leute, jetzt bin ich erstmal wieder. Also ich habe hier schon mal so eine Kobra. Vielleicht hier mit? Kobra hat er schon mal. Ah ja, so, und jetzt müssen jetzt noch hier die komischen Dinger hin. So. Ich gehe mal auf KT. Hier ist noch ein Geheimnis. Das haben wir. Da ist der Drache. Komm her. War da noch einer? Nee. Das waren nur die zwei. Ne, da ist kein Drache drin. Lag hier, da lag der zweite Drache. Ja, nun komm hier. Schnuffi. Dann packe ich mal die Drachen hier rein. Boah. Jawohl. Oh, das geht nicht. Dann brauche ich bestimmt hier sowas. Auch nicht. Dann nehme ich hier sowas. Das muss ich, glaube ich, auch noch mit irgendwas kombinieren. Fragt mich aber nicht was. Mein Hund spinnt schon wieder rum. Das übliche, das kennt ihr ja. Da fehlt immer noch was. Ey Leute, das kann doch nicht wahr sein. Erde. Fehlt das. Nee, nicht Erde. Da, Erde hier. So, gut. Das kommt, bleibt mal auf mir, das kommt da rein. Huhuhu. Ein Wimmelbild, das ist supi. Wieso? Nichts passiert. Die Abwehr, die mich wieder. Ach so. Na, jetzt geht's ja los hier. Leute, ihr lasst euch immer wieder neu einfallen. Da ist das Kreuzi. Dann musst du hier so ein komisches Äugelein haben. Wo ist denn dieses komische Äugelein? Meine Schwester zeigt gerade auf irgendwo. Ach, da oben. So, jetzt muss ich eine Schleife durch Schlange. Schlange? Dolch. Schleife? Und eine Schlange. Schlange. Da ist sie. Armreifen, Feder und zwei Spinnen. Hier hab ich Federn. Da ist eine Spinne, ja. Danke, Bibi. Da ist die andere Spinne.
So, jetzt brauche ich noch. Ich brauche so viel Plunder, ganz ehrlich. Kerze 1. Kerze 2. Ein Säbel, was ist ein Säbel? Ach, hier oben ist ein Säbel. Eine Sonnenuhr. Ist das Sonnenuhr? Das ist ja. Was ist das? Sonnenuhr. Noch eine Kerze bräuchten wir. Und ein Stern. Der Stern. Ich hab doch gerade hier einen Stern gesehen. Da ist er doch. Zeig doch. Ich hab den gesehen. Jo, wa? Ein Armreifen brauchen wir auch noch. Und, wo ist denn der Armreifen? Mein Mann fasst sich gerade am Kopf. Wieso, weshalb, warum? Keine Ahnung. Nö, das ist ohne, das ist ohne, das ist ohne. Gut. Das ist auch nicht. Nee. Jetzt bin ich zurückgegangen. Hey, warum? Ach, da war ich doch ja nicht. Hier war ich ja. Handschuh. Was ist der Handschuh? Oh, ich bin auch völlig müde, ey. Die Hundeleine, wo die ist? Keine Ahnung. Frag mal deine Tochter. Ein Schmatterfinken, Schmatterfink, Schmatterfink. Vorne im Schuhregal bestimmt. Schmatterfink, Schmatterfink, Schmatterfink. Ich finde hier kein Schmatterfink. Okay. Gut, danke schön. Kerze und Armreif. Eine Kerze und Armreifi. Ich dachte, das muss so sein, ganz ehrlich. Jetzt fehlt noch so ein Armschmuck. Ach, wie sah denn das damals aus, so ein Armschmuck in dieser Vase? Es tanzt ein Biberputzelmann in unserem Haus herum, wie der Bumm. Es tanzt ein Biberputzelmann in unserem Haus herum, wie der Bumm. Er rötet sich und schüttelt sich und wirft sein Säcklein hinter sich. Ein Biberputzelmann in unserem Haus herum, wie der Bumm. Ja, ich weiß. Ich finde diesen blöden Armreif nicht. Weil das hier ist es nicht. Ey, da habe ich vorn rauf geklickt. Gewischt. Passt nicht. Na gut. Da passt auch kein Gewicht drauf. Und hier auch nicht. Auch nicht. Den Rost muss ich entfernen. Aber das ist doch hier so ein Rostzeug. Nichts passiert. Es tanzt ein Biberputzelmann in unserem Haus herum. Gewicht kommt hier auf den Weg. Los! Das sind meine Kerzis. Schmeiß ich mal alle Kerzen hier rauf. Bup, bup, bup. Und brennt von alleine. Wer bist du denn? Mit der richtigen Anleitung könnte ich hier etwas Ungewöhnliches erschaffen. Und wo kriegt die her? Bestimmt? Nee. Hier drinnen bestimmt.
Ja, ist doch gut. Dann bin ich ja richtig. Aber das sieht aus wie das hier, bin ich ganz ehrlich. Ach, jetzt auf einmal funktioniert's, oder wie? Jetzt auf einmal funktioniert's. Fehlt ein Schlüssel, das weiß ich. Egal, ich versuche das erstmal. Hochziehen. Ist das nicht die? Nee, das ist das falsche. Ach, die kommt da unten hin. So. Also, ich habe hier. Flamme des Lebens. Ach, ich brauche ja dieses. Hier kommt doch der Feuerball hin. Da kommt doch die. Sonne. Wir haben bloß einen ganz gelben Kugel, wenn ich anfange. Was war das? Das ist noch ein. Der Mond. Stimmt, hier kam der Mond hin. Der Mond, Sonne, Mond. Säure, das ist gut. Ein Handschuh. Dann kann ich jetzt hier hingehen. So, Info. Mithilfe der Zutaten kannst du das Artefakt herstellen. Richte dich dabei an das Rezept. So. Eins. Einfach so in meiner Hosentasche, weil erst sagt sie, es ist heiß, dass sie es nicht annehmen kann mit der bloßen Hand, aber steckt sich das heiße Ding in die Hosentasche. Minispiel. Drehe das Bild und ordne das Bild und die Planeten in der richtigen Reihenfolge an. So richtig. Universalschlüssel, na, das ist da bestimmt hier ein Universalschlüssel. Wie bitte was? Ich
verschiebe die Sanduhr mit Hilfe der Kontrollknöpfe, damit sie innerhalb der Zeit ist. Wenn ich jetzt nach vorne überklappe, legt sie sich wieder hin. Fällt sie runter. Scheiß auf die Zeit, ey. Innerhalb der Zelle ist. Innerhalb der Zelle ist. Innerhalb der Zelle ist. Ich kann von vorne die Zeile lesen. Zelle, 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 wie ist das gemeint? Innerhalb der Zelle ist. Aber ey, ich mag so eine Spiele einfach nicht. Ich mag es einfach nicht. Ich mag es nicht. Muss ich mir nochmal durchlesen, was die genau von mir wollen. Versteht das nicht. Wo kommt der?
funktioniert so nicht. So eine Scheiße. Warum hier auch so einen Kack einbauen, ey? Ganz ehrlich. Egal wie du es jetzt machst, fällst du runter. Schade, wenn man nicht so um den Eck klicken kann. Ich löse, glaube ich. Ich hasse es.
mag ich. Ich mag ihn. Da bin ich schon mal. Anne. Ach da. Stimmt. Okay. Ah, oh, schön. Ein altes Ei. Jetzt geht's ja los hier. Ein Drache. Ein Buch? Sanduhr, Tür. Ein Pfefferstreuer. Irgendwie ganz schön aufpassen. Oh. Die Tür da. Ja, jetzt aber nicht das, was ich brauche. Ja, da ist die Tür. So, und jetzt brauche ich noch ein altes Ei. Wo bist du, altes Ei? Jawolla, 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 was ist das denn? Die Zeitkugel, die Zeitkugel, die Zeitkugel, so. Knorridok. Flock, flock, flock. Okay, ich bin wieder zurück. My son, did you think I wouldn't notice you? I'll deal with you later. Wie bitte was?
Warum? Naja, gut. Dann ist es so wie das gerade. Ich kann's. Was bist du denn? Richard hat mir den Hinweis hinterlassen. Ich soll ihn notieren. Ja. Ja, hier. Nichts passiert. Stift. Zettel mit den um. Machen wir. Das ist kein Thema. Und da steht Tipp. Tippeli, tipp, tipp, top. Tipp, top. Tipp, 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 top. Hier waren wir fertig. Und mit der Puderdose. Ich klaue mal irgendwann eine Korde. Und wir müssen da wieder hin. Nee, ich wollte nicht ins Labyrinth. Ich wollte hier hin. Wie bitte was? Ich will da. Da will ich hin. Genau. Nee. Und der Stern? Nö, gut. Dann halt nicht. Dafür halt gerade den Stern hier. Info. Nutze die kleine Kugel, um mit den Stern um mit den Sternen Kopierer von den Bildern zu, Kopien von den Bildern zu machen. Jetzt muss ich kein Auge hinkriegen oder was? Ähnlich. Gut. Und jetzt so ein Vogel liegt da draußen. Jetzt muss ich mal diesen Vogel basteln. Hier. Na, das war ja einfach. Das war ja mal einfach. Wait! Eieieiei, hier ist was los, Leute. Aber das hier alles und wie es spannend weitergeht, sehen wir bei der nächsten Folge. Bis Danny. Tschüss.